Einer der schönsten Momente eines neuen Packs ist das Erscheinen eines ersten Trailers, welchen es auch beim frisch angekündigten Pferderanch-Erweiterungspack wieder gab. Meine Reaktion auf das erste Video gibt es jetzt. Mir kribbelt schon so leicht in den Fingern. Die Pferdeerweiterung steht für mich nur noch wenige Minuten bevor. Jetzt sind es noch genau 10. Gleich geht's los. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Schaut ihr euch die Trailer immer direkt um 19 Uhr, wenn sie erscheinen, an? Wir haben ja schon so viele Leaks im Vorhinein bekommen. Es wurde schon die komplette Steam-Seite geleakt. Aber dann den Trailer zu sehen, das ist nochmal ein ganz anderer Schritt. Und gleich geht's los. Jetzt geht's wirklich los. Wir sehen ein paar niedliche, wirklich sehr niedliche Ziegen. Ich habe ja schon dieses Ankündigungsvideo rauf und runter geguckt, dieses kurze Teaser-Video. Oh, das ist sehr nah. Indem man dieses kleine Schäfchen gesehen hat, was so süß blökt und es war so niedlich. 5, 4, 3, 2, 1. Ich fühle mich hier schon fast wie an Silvester. Wir schauen uns hier nur einen Trailer zum neuen Erweiterungspack an. Oh mein Gott, okay. Also die Welt erinnert schon mal sehr an die aus Strangerville, muss ich zugeben. Huch, was kommt jetzt? Okay, also mit dem Anfang hätte ich auf jeden Fall nicht gerechnet. Hier gibt es wohl ein großes Duell. Horse Ranch, da haben wir es. Offiziell hiermit bestätigt. Okay, was zum Teufel? Wir sehen schon ganz schön viel. Die neue Welt sieht aber leider wirklich sehr aus wie Strangerville, wie eine Kopie. Wir können mit unseren Pferden über alle möglichen Sachen springen. Es ist hier gerade total die Reizüberflutung. Leute, was geht hier ab? Okay, sie schafft es wohl scheinbar hier nicht so, nicht so richtig. So eine Szene war zu erwarten, glaube ich. Da sehen wir schon die neue Nektarherstellung, die ich ja sehr cool finde. Huch, okay. Ich dachte nämlich zuerst, das wäre ein recycelter Inhalt aus der Nachhaltig-Leben-Erweiterung. Ist es aber gar nicht. Was? Okay, der klassische Sims-Humor ist auf jeden Fall auch wieder da. Wir haben es mit Pferdeäpfeln zu tun in dieser Erweiterung. Ebenfalls ein Teil. Und auch normalen Äpfeln, wie man sieht. Oh Mann, es gibt... Ja, irgendwie die Animationen sind schon niedlich. Da kann man nichts sagen. Pferde war ja im Vorhinein jetzt auch nicht so eines meiner Themen. Oh, hinten das blaue Pferd da war interessant. Wir können sie natürlich auch wieder im Ersteller 1 Modus anpassen. Wie ich mir schon gedacht habe, wir können die Pferde scheinbar auch mit diesem Farbtool anmalen. Ah, okay. Also ich mag ja diesen Western-Style schon sehr gerne. Die Animationen sehen auch sehr flüssig aus. Da haben wir jetzt diesen neuen Grundstückstyp, wo die Sims auch so tanzen können. Ah, okay. Aber, also, jetzt muss ich ja schon mal so ein bisschen meckern. Ich habe das Gefühl, bis auf die Pferde und das, was auch in der Produktbeschreibung war, scheint es gar nicht so viel anderes Neues zu geben, oder? Oder bilde ich mir das gerade nur ein? Es geht so schnell. Dieser Trailer ist wirklich sehr schnell geschnitten. Es gibt natürlich jetzt auch Alkohol, in Anführungsstrichen. Ist ja kein Alkohol, es ist ja Nektar. Okay. Das ist wohl die Scheune. 20. Juli. Also, war richtig. Hier sehen wir die Vorbestellerinhalte. Und wir sind schon durch. Es ist so krass. Es ging so schnell. Jetzt wissen wir, wie die nächste Erweiterung für The Sims 4 aussieht. Zumindest so ein bisschen. Das war's auch schon. Der Trailer war wirklich sehr cool geschnitten, hat mir sehr gut gefallen. Jetzt gehen wir hier nochmal ein bisschen durch. Eine richtige Trailer-Analyse wird dann ebenfalls kommen. Aber ja, also ich muss zugeben, ich kann gerade jetzt gar nicht abschätzen, wie groß die Erweiterung eigentlich sein wird. Ich muss bloß ehrlicherweise leider sagen, jetzt war ich gerade ziemlich euphorisch, aber wenn ich so drüber nachdenke, so mega viele Inhalte haben wir gar nicht gesehen. Das sind natürlich die Pferde, die werden cool ausgebaut sein, aber was so drumrum passieren wird, wurde jetzt in diesem Trailer nicht so, finde ich, ganz klar. Es wird ja schon noch einige kleinere und größere Features geben. Was ich auch gesehen habe, man wird in diesem Pack jetzt endlich mal die Decken anmalen können. Das war schon längst überfällig. Ich glaube, alle Leute im Baumodus haben sich da schon sehr aufgeregt. Aber im Blog-Eintrag wird da natürlich auch noch viel drinstehen, viele Informationen zum Pack. Ja, also ich bin auf jeden Fall noch sehr gespannt. Gerade wenn wir dann noch den richtigen Entwickler-Stream zu diesem Pack bekommen werden, werden wir dann ja sehen, in was für eine Richtung es geht, ob es eher ein bisschen umfangreicher wird oder vielleicht auch leider wieder ein bisschen kleinerer. Es gibt hier auch neue Tänze, wie man gerade gesehen hat. Das war jetzt natürlich klar. Während der Reaction ist jetzt meine Kamera ausgefallen. Egal, ich muss sagen, mein erster Eindruck
ganz ehrlich, ich freue mich für diejenigen, die sich so doll die Pferde gewünscht haben. Ihr habt ja teilweise schon seit Jahren jetzt wirklich nach dieser Erweiterung gefragt. Jetzt ist es endlich mal passiert. Am 20. Juli ist es soweit. Da wird es auf jeden Fall noch in der nächsten Zeit ganz viele neue Infos geben. Noch ein weiterer Trailer wird kommen und nochmal ein Livestream der Entwickler, in dem genau gezeigt wird, was wirklich im Detail im Pack steckt. Bis jetzt frage ich mich noch so ein bisschen, ob es dann wirklich hauptsächlich sich um die Pferde dreht oder ob es da noch ein bisschen mehr geben wird. Das bleibt auf jeden Fall abzuwarten. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie euer erster Eindruck ausgefallen ist. Wart ihr ein bisschen euphorischer als ich oder da eher ein bisschen zurückhaltender? Schaut auch gerne bei meinem Partner Instant Gaming in der Beschreibung vorbei. Da findet ihr dann die Pferderanch-Erweiterung deutlich günstiger als bei EA direkt. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.